Es ist wahrscheinlich auch ganz interessant, bei den zeitlich begrenzten Nebenquests zu erwähnen, wann man die aufnimmt. Es ist jetzt gerade Freitag vor der Arbeit. Normalerweise würde ich da ja gar keine Aufnahme machen. Aber die Sachen sind ja leider zeitlich begrenzt. Und um auch eine Chance zu haben, muss man da jede Pause nutzen für die nächste Quest. Holen wir uns nochmal schnell ein paar Energiepunkte aus dem Schlafzimmer. So, der Tag beginnt mit ein paar Energiepunkten. Und wir schauen mal, wir wollten ja gucken, was Ben uns zu erzählen hat, um Merula vielleicht zurückzuverwandeln. Vielleicht lassen wir sie auch einfach so, wie sie ist. So schlecht sieht sie ja jetzt auch wieder nicht aus. Ben erwartet uns wohl im Korridor. Hallo Ben. Ah, Merula ist auch schon da. Du hast mir erzählt, dass Merula ein Knuddelmuff ist, Cordy, aber darauf war ich nicht vorbereitet. Du musst uns irgendwie helfen können. Wenn McGonagall Wind davon bekommt, können wir den Sphinx Club vergessen. Dann wäre Ismelda traurig. Das müssen wir verhindern. Ich mag es zu sehr, Zauberkunst im Clubraum zu lernen. Jetzt erklär es mir nochmal, was ist da eigentlich passiert? Sie hat versucht, sich in einen Donnervogel zu verwandeln. Ja, und das Ergebnis kannst du hier sehen. Zuerst wurde aus ihr ein Flubberwurm und als ich sie zurückverwandeln wollte, wurde aus ihr stattdessen ein Knuddelmuff. Das ist ziemlich eklig, aber Knuddelmuffs sind wenigstens niedlich. Als Knuddelmuff ist sie viel gesprächiger. Sie quatscht mich ständig an. Naja, wärst du gerne ein Knuddelmuff? Ich schätze, ich wäre auch nicht gerne ein Knuddelmuff. Sie fressen Popel und Spinnen, oder nicht? Kein Wunder, dass Merula da wütend ist. Weißt du, welche Zauber Merula für ihre ursprüngliche Selbstverwandlung verwendet hat? Vielleicht können wir so herausfinden, was schiefgelaufen ist und wie wir es richten können. Wir haben in der Bibliothek zusammen Selbstverwandlung studiert. Mal sehen, ob ich mich erinnern kann. Und hier gibt's bestimmt noch irgendwo Spinnen, falls Merula einen Snake haben möchte. Was sagst du dazu, Merula? Ach ja, du kannst natürlich auch die Herrscherin über alle Knuddelmuffs in Hogwarts werden. Das würde dir doch bestimmt auch gut gefallen. Professor McGonagall hat uns übrigens gewarnt, aber Merula wollte ja nicht hören. Der Hippogriff Club hat uns auch schon geholfen. Die haben einen Benommenheitstrank für Merula gebraut. Da war Penny dabei. Na, dann gucken wir mal, was wir jetzt noch machen können. Also, es ist halt bis jetzt einfach alles schief gelaufen, aber Merula sieht hier schon besser aus als vorher. Ich weiß halt nicht, warum sie sich in einen Flubberwurm statt in einen Menschen verwandelt hat. Und der Parifage hat dann auch nicht funktioniert. Es ist weitaus schwerer, mehrere Verwandlungen rückgängig zu machen. Ja. Ich habe noch nie ein so niedliches Geschöpf so wütend gesehen. Verwandlungen sind schrecklich komplex und fehleranfällig. Aber wir sind ja schon in der 6. Klasse. Darum ist ihm Zauberkunst lieber als Verwandlung, sagt Ben. Okay. Das klingt, als würde Merulas erste Verwandlung verhindern, dass du sie zurückverwandeln kannst. Das dachte ich mir. Kannst du mir irgendwie helfen, sie wieder normal zu machen? Bist du dir sicher, dass du das willst?
Professor McGonagall hat uns angedroht, den Sphinx-Club aufzulösen, wenn jemand versucht, sich selbst zu verwandeln. Das wäre natürlich ein Jammer. Die lernhungrigsten Schüler in Hogwarts brauchen den Sphinx-Club. Naja, solange sie den Drachenclub nicht auflöst, bin ich zufrieden. Hast du von dem etwa auch eine Einladung bekommen? Ein Abenteurer wie ich braucht mehr als einen Club. Können mir vielleicht die anderen Mitglieder des Drachenclubs helfen, Merula zurückwärts zu verwandeln? Gute Idee, Cody. Ich werde herumfragen, ob uns irgendjemand aus dem Drachenclub helfen kann. Sie duellieren sich ständig. Vielleicht ist ihnen dann sowas auch schon mal begegnet. Passiert ja bei einem Duell immer, dass man sich in Nudelmus verwandelt. Das hoffe ich. Das Sphinx-Klunk und Ismeldas gute Laune hängt davon ab. Ah, und Tonks möchte auf dem Trainingsgelände helfen, dass